Wenn ich einen ETF auf den MSCI World kaufe, bin ich dann eigentlich mit meinem Portfolio global vertreten oder fehlt da vielleicht noch was? Diese Frage hat mir ein Abonnent des Kanals gestellt und ich möchte in diesem Video sehr gerne darauf eingehen. Ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch gut. Ja, die Frage ist durchaus nachvollziehbar. Ist es nicht am einfachsten, wenn ich mir einfach nur einen ETF auf den MSCI World kaufe und damit ist dann der globale Aktienmarkt in einem ETF abgebildet und ich muss mir keine weiteren Gedanken mehr machen? Das war die Frage eines Abonnenten. Genauer genommen hat er gefragt, ob es vielleicht doppelt gemoppelt ist, wenn man dazu dann noch einen ETF vielleicht auf den Nasdaq oder auf die Emerging Markets kauft oder auf den Eurostoxx. Und die Antwort ist eindeutig. Nein, es ist nicht doppelt gemoppelt. Denn der MSCI World heißt zwar World, also Welt, ist aber genau das, was die Amerikaner eben unter der Welt verstehen. MSCI stand ursprünglich für Morgan Stanley Capital International, hat heute nichts mehr mit der Investmentbank Morgan Stanley zu tun, aber ist noch immer eine Firma, die in New York sitzt und die Amerikaner sehen nun mal die Welt auf ihre Weise. MSCI World heißt für die Amerikaner, mehr als die Hälfte der 1600 oder über 1600 Werte, die in diesem Index sind, kommen aus den USA. Und das ist natürlich kein Gleichgewicht mehr, insbesondere wenn wir bedenken, dass die riesige Volkswirtschaft China von den Amerikanern immer noch verniedlichend als Emerging Market, also als Schwellenland bezeichnet wird. Wer also sagt, ich möchte diese Emerging Markets höher gewichten oder ich möchte den Anteil von Europa höher gewichten, ich zeige euch hier mal, wie die aktuelle Aufteilung des MSCI World ist. Ist original von der Webseite. Da seht ihr es. Das Übergewicht ist offensichtlich. Wer also sagt, ich möchte andere Märkte dazu haben, auch hochgewichten oder eine andere Gewichtung vornehmen, das ist natürlich möglich, indem man einfach mehr oder weniger Anteile des jeweiligen ETFs kauft, der ist eben mit nur einem ETF hier nicht gut bedient. Auf der Seite, die ich euch gerade gezeigt habe, da könnt ihr durchaus noch mal ein wenig suchen. Ihr findet dann sehr leicht auch noch andere Indizes, die die Firma MSCI aufgelegt hat. Ansonsten gibt es natürlich zahlreiche Anbieter, die Emerging Markets in unterschiedlichen Gewichtungen anbieten. Also, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann stellt die sehr gerne, werde ich auch drauf eingehen. Beginnt am besten mit den Worten, frag Lars, dann kann ich es sehr leicht zuordnen. Und ja, sollten zu diesem Thema noch Fragen bestehen, dann nutzt die Kommentarfunktion, dann gehe ich darauf ein. Ansonsten sehen wir uns bald wieder, ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut, bis dann.